Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Peter Dietrich. Ich bin hier einer der Oberärzte an der Medizinischen Klinik 1 am Internistischen Zentrum Universitätsklinikum Erlangen. Und ich bin hier auch primär mit für die Leber verantwortlich. Und ich möchte Ihnen heute ein paar Tipps zur Lebergesundheit geben. Man kann das Ganze in verschiedene Sparten einteilen. Zum Thema Ernährung kann man sagen, dass Sie sich ausgewogen ernähren sollten. Primär vitaminreich, Obst, Gemüse durchaus erlaubt und Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße sehr gerne ausgewogen, nicht von einem zu viel. Und gerade zum Thema Fruchtsäfte, aber auch Fructose, Fruchtsäfte enthalten ja sehr viel Fructose, kann man sagen, dies eher in Maßen, nicht zu viel, denn gerade der Fruchtzucker, die Fructose, ist ein Entzündungsmediator in der Leber, also davon nicht zu viel. Ansonsten natürlich ausreichend Bewegung und man kann abraten von exotischen Gewürzen, vielleicht aus fernöstlichen Ländern, auch exotische Teesorten können manchmal die Leber schädigen. Das heißt, wenn Sie eine Sorte überhaupt nicht kennen und das Ganze auch potenziell lebertoxisch sein könnte, dann sollten Sie sich vielleicht zuvor Rat holen. Hier kann man im Internet auch viele Informationen finden. Wenn Sie Sport machen, dann vor allem Anabolika meiden, denn auch diese können die Leber schädigen. Grundsätzlich kann man auch abraten von Nikotinkonsum und Drogen, das ist klar. Auch gerade intravenöser Drogenkonsum überträgt ja auch Hepatitis-Viren wie Hepatitis B und C. Und das letzte Thema, aber das, was sicherlich am meisten immer im Fokus steht, ist der Alkohol. Hier kann man nur dazu raten, nicht zu viel Alkohol zu konsumieren. 1 bis 3 Getränke pro Woche, würde ich sagen, sind erlaubt. Und ganz wichtig, hier hat die Fastenzeit ihren Stellenwert. Die gute alte Fastenperiode kann dazu beitragen, dass Sie Ihre Leber wieder regenerieren. Das heißt, auch sehr gerne wirklich komplett alkoholfreie Phasen einstreuen. Ich denke, das waren einige Tipps und hoffe, ich konnte Ihnen damit ein wenig helfen.